Der Mensch ist keine Nummer. Der 14. November 1943 von Blanka Kubelkova. Heute ist der 14. November 1943. Mein bester Freund ist verschwunden. Niemand weiß Bescheid. Die Schulglocke reißt mich aus meinen Gedanken an Tom. Ich laufe heimwärts und klopfe bei unseren Nachbarn an. Man öffnet. Ein bekanntes Gesicht. Eine junge Frau, die bei Toms Vater angestellt ist. Sie ist verweint. Ich frage sie, wo ist Tom? Sie antwortet nicht und lädt mich ein, weiter zu kommen. Auf dem Tisch steht ein voller Aschenbecher, eine Flasche Wein und Kekse. Ich frage wieder nach Tom. Sie schweigt und nimmt mich in die Arme. Nach einer Weile antwortet sie, sie haben ihn weggebracht. Einfach weggebracht. Wohin? Ins Konzentrationslager, sagte sie leise. Es ist still. Dann hört man Bremsen kreischen. Ein Auto. Ich sehe aus dem Fenster ein schwarzes Auto. Drei Männer mit Hakenkreuzen. Einer hält ein Gewehr. Zugleich schrillt die Glocke. Vorher habe ich nie darauf geachtet. Jetzt macht es mich wahnsinnig. Unmittelbar darauf hört man das laute Weinen eines Kindes und Gebrüll. Ich denke, es sind die Hammerls. Die schöne Frau Hammer, die immer lächelte und die ich mochte. Ich schaue durch den Türgucker. Die Frau, die von allen ihres Liebreizes und ihrer Heiterkeit wegen bewundert wird, geht jetzt über den Gang. Sie ist blass und hält ihre kleine Tochter, die Prinzessin, an der Hand. Beide sind verweint. Frau Hammerl hält ihren Judenstern in der Hand. Am liebsten würde ich auf den Gang stützen und die drei Kerle mit den Hakenkreuzen erschlagen. Oder besser noch, sie zu Tode foltern. Um sie fühlen zu lassen, was sie für ein Leid, welche Qual sie den Juden zufügen. Warum dieser Unterschied zwischen den Juden und den anderen? Jeder hat doch ein Recht auf seinen Glauben. Ich stelle mir lauter Fragen. Ich denke an Tom und breche in Tränen aus. Nichts hat mehr Wert für mich. Ich gehe lieber nach Hause. Meine Mutter stellt keine Fragen. Sie weiß alles. Und auch, wie es mich mitgenommen hat. Am nächsten Tag in der Schule bin ich still. Der Lehrer erklärt etwas, da höre ich wieder die Bremsen eines Autos kreischen. Jemand schlägt an die Tür. Drei Männer mit Hakenkreuzen. Sie halten eine Liste in der Hand, ein Namensverzeichnis. Sie beginnen zu lesen. Die Aufgerufenen erheben sich. Sie weinen. Sie wissen was auf. Sie wartet. Nach einer Weile gehen sie langsam hinaus. Allen rinnen die Tränen herunter und die Mädchen schluchzen laut. Dann hören wir wieder den Erläuterungen des Lehrers zu. Seiner zitternden Stimme musste wohl jeder zuhören. Ihn hatte es am meisten mitgenommen. Er ist viel älter und wusste besser Bescheid als wir. Leider war auch seine Frau betroffen. Ich habe Glück, in unserer Familie ist kein Dude. Aber ich habe Schuldgefühle. Ich bin seit der Zeit viel verschlossener. Viele, viele Tage vergingen seither. Eines Morgens, es war noch dämmerig und regnerisch, als ich in die Schule kam. In meiner Bank saß ein fremder Junge. Er war bleich und abgemagert. Plötzlich erkannte ich Tom in ihm. Tommy, rief ich und umarmte ihn. Er war der einzige unter meinen Bekannten, der zurückgekommen war. Ja, wir wollen jetzt mal kurz eine einminütige Schweigepause machen. Ich denke, es ist sehr angemessen, dort eine Gedenkpause, eine Gedenkminute zu machen. Ja, ich hoffe, ihr könnt sie mitmachen, ihr macht sie mit. Ja.
Ja, so, dann bedanke ich mich dafür, dass ihr meiner Vorlesung zugehört habt, dass ihr ein bisschen Zeit für diese Geschichte hattet. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vorleseprojekt oder einem anderen Video. Ciao, ciao.